Moin, moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Follow on Tour, dem Podcast für alle die, die das Ziel haben, die beste Version von sich selbst zu werden. Ihr Lieben, ich dachte zuallererst ganz kurz, ich ändere mal den Slogan des Podcasts, ja. Einfach deswegen, nicht weil mir der alte nicht mehr gefallen hat, ja, sondern weil ich der Meinung bin, dass es der Kernpunkt ist, worum es bei diesem Podcast im Grunde genommen geht, ja. Ich möchte persönlich die beste Version von mir selbst werden und ich möchte, dass ihr hier was mitnehmen könnt, was lernen könnt, um auch die beste Version von euch selbst zu werden. Deswegen dieser Switch zu dem neuen Slogan. Ich hoffe, er gefällt euch. Und das Zweite, wie immer kurz vorweg, ja, wenn ihr hier heute irgendetwas mitnehmen könnt und sei es nur der kleinste Gedankenanstoß, meine Lieben, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Like hinterlasst, wenn ihr kommentiert, damit wir in den Austausch kommen können. Und wenn ihr das Ganze auf sozialen Medien teilt und zu guter Letzt, und das sage ich ja jedes Mal wieder, das Ganze an einen Freund, Freundin oder Familienmitglied weitergebt. Denn ihr wisst ja, Mund-zu-Mund-Propaganda ist nun mal die beste Werbung, die man kriegen kann. Und damit würde ich sagen, let's go. Ich habe heute wieder ein Quick and Dirty Geschenkepaket für euch mitgebracht, ja. Und mir geht es heute um eine Sache, die mir selbst in den letzten ein, zwei Wochen extrem aufgefallen ist. Deswegen will ich sie auch direkt mal hier auf dem Podcast euch mitteilen. Und es geht um Folgendes, ihr Lieben. Unterschätzt niemals eure Herausforderungen. Egal, um was es geht. Ja, das können Herausforderungen im privaten Leben sein, das können Herausforderungen im Sport sein, das können Herausforderungen im Berufsleben sein, das können irgendwelche Wettkämpfe sein, die ihr bestreitet im Sportbereich beispielsweise, ja. Das können irgendwelche Gegner sein beim Fußballspielen, beim Cricketspielen, das kann irgendein neuer Skill sein, den ihr lernen wollt, das ist eigentlich völlig egal. Ja, aber ich sage euch, unterschätzt niemals diese Herausforderungen, die vor euch liegen. Mir ist das jetzt gerade ganz, ganz stark aufgefallen, weil vielleicht einige von euch wissen, dass ich in diesem Jahr ein neues Kapitel in meinem Leben aufschlagen werde und Deutschland, also aus Deutschland auswandern möchte. Und zuallererst will ich aber noch ein bisschen die Welt sehen. Dafür habe ich mir überlegt, dass ich erstmal damit anfange, eine Radtour durch Skandinavien zu machen für mehr als 3 Monate, ja, und will dementsprechend, oder mein Ziel ist es, von Hamburg, ja, bis ganz nach oben zum Nordkap zu fahren. Das ist bis dato das Ziel. So, ich, ne, und jetzt kommt's, jetzt gehe ich so ein bisschen darauf ein, was ich meine mit der heutigen Episode. Ich habe gedacht, weil ich an und für sich ein sehr, sehr positiv gestimmter Mensch bin und der Meinung bin, ich kriege alles in meinem Leben immer hin, wenn ich dafür arbeite, acker und tu, ja, mich darauf vorbereite und Gas gebe, dann wird das immer schon alles, ja. In diesem Fall ist mir aufgefallen, ich habe das Ganze in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen Larifari genommen und ein bisschen schleifen lassen, ja. Ich habe diese Herausforderung, die vor mir steht, und das betrifft nicht nur diesen Skandinavien-Trip, sondern das betrifft auch die Tatsache, dass ich auswandern will und was ich alles dafür tun muss, damit das wirklich funktioniert. Denn ich möchte in 5 Monaten hier weg sein. 4,5. So. Und ich habe das Ganze ein bisschen schleifen lassen. Definitiv. Ich habe mir das zu einfach gemacht in meinem Kopf. Naja, ich mache das so und so wird das schon und tri-tra-tralala, ja. Jetzt habe ich mir witzigerweise vor einer knappen Woche das erste Mal einen YouTube-Kanal angeguckt, wo ich Leute gesehen habe, die einen solchen Fahrradtrip schon mal gemacht haben. Allerdings von Österreich bis zum Nordkap, also noch ein Stück weiter als ich. Und als ich das gesehen habe, ihr lieben Leute, ja, da ist mir die Leuchte aufgegangen. Da ist mir richtig die Leuchte aufgegangen. Da habe ich erst gemerkt, wie ich die Herausforderung unterschätze und was für ein Volltrottel ich denn gewesen bin. Ja? Und ich will euch das heute so unbedingt mit auf den Weg geben, dass ihr nicht denselben Fehler macht. Ja? Weil mir ist aufgefallen, was ich dafür noch alles machen muss. Ja? Ich muss noch,
ich muss noch so viele Sachen einkaufen, die wichtig sind. Ich muss, also beispielsweise, alles fürs Fahrrad brauche ich noch, ja. Ich muss noch mir meine Liste vervollständigen, was ich noch so alles brauche. Ich muss die Sachen noch besorgen, ich muss sie kaufen. Das ist auch ein Geldthema. Ich muss Geld zurücklegen, ja. Was ich schon getan habe, aber ich muss das Ganze nochmal kalkulieren und sehen, habe ich denn überhaupt genug, ja. Ich muss mir die Route ein bisschen raussuchen und ich muss vor allem die ganzen Tests machen. Ich muss das selber ein, zwei, dreimal an einem Wochenende, und Wochenenden sind nun mal der einzige Zeitraum, wo ich Zeit habe, weil ich logischerweise noch weiterhin arbeite, Vollzeit, wo ich das mal testen kann, mit einem Fahrrad unterwegs zu sein. Ich werde jetzt einen Urlaub starten, Ende Januar für 3 Wochen nach Madeira, wo ich auch eine Zelttour mit einem Fahrrad machen werde. Das wird das erste Mal in meinem Leben sein, wo ich sowas wirklich tue und sehe, worauf ich mich da eigentlich einlasse. Ja? Ihr merkt also, ich habe von Tuten und Blasen gar keine Ahnung. Ja? Und das meine ich so ein bisschen damit, dass man die Herausforderung, die vor einem steht, einfach nicht unterschätzt, sondern die wirklich ernst nimmt. Und das gilt auch dafür, wenn ihr Dinge schon 10.000 Mal gemacht habt. Das ist mir völlig scheißegal, wie gut ihr in einer Sache seid. Ja? Ich sage euch, unterschätzt die Herausforderung nicht. Ich will euch ein Beispiel geben aus meiner Jugendzeit. Da habe ich Fußball gespielt und war in einem relativ guten Team und wir haben in der höchsten Liga in Hamburg gespielt für mehrere Jahre. So. Und mir ist aufgefallen, dass jedes Mal, wenn die Herausforderung in Anführungsstrichen kleiner war, also wir gegen ein Team gespielt haben, was nicht so gut war auf dem Papier, ja, die entweder eine Liga unter uns waren oder die in der Saison irgendwie auf dem letzten, vorletzten Platz gewesen sind. Was haben wir gemacht? Jedes Mal haben wir die Herausforderung unterschätzt. Und ich sag euch was, wir haben zwar nicht jedes Mal auf den Sack gekriegt, aber wir haben jedes Mal unterperformt. Wirklich so ziemlich jedes Mal. Ich würde behaupten, aus 10 Versuchen haben wir 8 bis 9 Mal unterperformt. Ja? Und ich will euch diesen Pain ersparen und ich will euch vor allem ersparen, ihr Lieben, dass ihr richtig auf die Schnauze fallt. Ich gebe euch noch ein Beispiel. Wenn ihr auf der Arbeit irgendein Projekt habt, was ihr schon des öfteren Mal gemacht habt, ja, irgendeine Art von Projekt, irgendeine Präsentation aufbereiten oder weiß der Geier was, ja, für irgendein Meeting, ein wichtiges, was ihr alle 3 Monate, also so eine Art Quartalsmeeting oder so, bei eurem Chef habt oder bei Kunden habt, ja. Was macht man dann? Man denkt, naja, hat man ja schon 1000 Mal gemacht, kennt man weiß, wie es geht. Das mag zum gewissen Grad so sein. Aber wenn ihr euch nicht richtig vorbereitet, ja, Preparation is key, dann seid ihr, Entschuldigung, gearschleckt. 100 Pro. Weil es kann immer irgendwas Unvorhergesehenes passieren, genauso wie bei meinem Radtrip, der jetzt kommt. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt im Endeffekt. Ja. Das kann für 3, 4, 5 Tage durchgängig regnen. Und ich stehe dann da, komplett durchnässt und habe keine Ahnung, was ich machen soll, wie ich jetzt am besten handle, was ich tue und so weiter. Genau das gleiche mit diesem, mit der Vorbereitung für die Arbeit, für die Quartalsmeetings, ja. Same thing. So. Ihr könnt nicht erwarten, dass ihr die beste Performance hinlegt, wenn ihr die Herausforderung, die vor euch steht, unterschätzt. Wie soll denn das funktionieren? Ich sag euch mal was. Das ist nicht nur ziemlich dämlich, sondern es ist auch extrem arrogant. Extrem arrogant. So, und wenn ihr dann auf die Nase fallt, dann ist es umso peinlicher. Und das ist mir aufgefallen in den letzten 2, 3 Wochen. Ja? Und mir war es einfach unendlich wichtig, euch das mal mitzugeben, weil wir neigen alle dazu, Dinge zu unterschätzen und zu glauben, naja, wird schon irgendwie. Klar, natürlich nicht diejenigen unter uns, die von Anfang an eher so eine negative Dulli-Haltung haben und sagen, es wird sowieso nicht klappen. Ja, gut, die meine ich nicht. Ich meine diejenigen von euch, und deswegen ist das ja nun mal das neue Motto des Podcasts und das, was ich hier machen will, diejenigen von euch, die beste Version von sich selbst werden wollen. Und diejenigen, die das tun wollen, ja, die sollten definitiv lernen, und ich merke das gerade, dass es unendlich wichtig ist, diese Herausforderungen, die auf euch zukommen, nicht zu unterschätzen, sondern sie wirklich, wirklich ernst zu nehmen. Also, ich würde sagen, das ist es für heute, ihr Lieben. Lasst euch das mal ein bisschen durch den Kopf gehen. Überlegt, wo und wann ihr sowas schon mal hattet. Jeder von uns hatte das, 100%, ja. Und versucht in der Zukunft, wenn ihr mal wieder vor einer solchen Situation steht und merkt, hey,
Vielleicht nehme ich das Ganze doch ein bisschen Larifari hier, ja. Dann erinnert euch daran zurück, was der Krishan gesagt hat. Und schaltet den Switch um. Okay? Ich würde sagen, das ist es für heute. Ihr Lieben, wie immer, wenn es euch gefallen hat, ihr was mitnehmen konntet, liken, kommentieren, auf sozialen Medien teilen und an einen Freund, Freundin oder Familienmitglied weitergeben. Wäre ich euch sehr dankbar für. Ansonsten würde ich sagen, ich habe euch alle lieb. Ich wünsche euch nur das Beste und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.